Ja, guten Abend miteinander. Mein Name ist Martin Hughes. Ich bin seit über 30 Jahren mit Leib und Seele Homöopathin und ich habe das SHI-Haus der Homöopathie zusammen mit meinem Mann, Dr. Mohinder Singh Hughes, aufgebaut. Leider ist er vor 2 Jahren unerwartet verstorben und seither habe ich die Leitung von dem Haus übernommen. Ich praktiziere Homöopathie und unterrichte Homöopathie jetzt seit vielen Jahren und es freut mich sehr, dass wir jetzt diese Stunde miteinander verbringen werden. Ich zeige Ihnen mal, was wir heute Abend machen werden. So, wir haben ja, es geht ja alles rund um die homöopathische Hausapotheke. Dazu werden wir später noch Ihnen mehr sagen. Und vom heute Abend machen wir diesen Teil. Der erste Teil, Grundlage der Anwendung einer homöopathischen Hausapotheke. Es ist die Basis, die Grundlage für den Besuch von unseren anderen Kursen, wie zum Beispiel eben der Teil 2 und 3, wo mehr Arzneien besprochen werden oder so weiterführende Kurse zu spezifischen Themen. Gut, jetzt zu den homöopathischen Grundlagen. Der Gründer der Homöopathie, das ist der Dr. Hahnemann, das war ein deutscher Arzt und er ist ja im 18. Jahrhundert in Meißen in der Porzellanstadt geboren. Sein Vater war tatsächlich Porzellanmaler und er hat ihm, für diejenigen von Ihnen, die schon mal in Meißen waren, der Hahnemann ist eigentlich in dem Schloss geboren, nicht weil die Familie reich war, sondern weil die Handwerker eigentlich auch im Schloss, also gerade um den Schloss leben durften. Es ist früh aufgefallen, dass er sehr intelligent war und so wurde er gefördert und durfte studieren, auch Medizin studieren. Und dann hat er ein paar Jahre Schulmedizin praktiziert, bis er bemerkt hat, in der Schulmedizin finde ich nicht das, was ich suche. Und er hat noch viele Jahre, er war ein Forscher, ein hochintelligenter Mensch, und bis er die Homöopathie formuliert hat, dann die Homöopathie als System entwickelt hat. Vielleicht wichtig zu verstehen, er hat nie die Homöopathie als Gegensatz zu, als Komplementärmedizin oder so, sondern er hat das als die moderne Medizin seiner Zeit gesehen und als Weiterentwicklung für die Medizin gesehen. Die Homöopathie ist basiert auf ganz andere Prinzipien, wie die Schulmedizin. Und wir werden heute Abend die nötigen Prinzipien besprechen, die für Sie relevant sind, wenn Sie eine homöopathische Hausapotheke zu Hause haben und sie fachgerecht anwenden möchten. Ja, die Schulmedizin und die Homöopathie unterscheidet sich grundlegend. Wenn man schon diesen grundlegenden Unterschied verstanden hat, dann wird vieles einfacher. In der Schulmedizin, es handelt sich um eine sogenannte Standardtherapie. Das heißt, es werden die Symptome analysiert, eine Diagnose gestellt. Und unabhängig vom Menschen, von wer hinter diese Symptome steckt, wird eigentlich der Mensch behandelt. Das heißt, ob Sie jetzt Fieber haben, weil Sie einen Schock gehabt hat oder ob Sie eine Erkältung haben, eine Magen-Darm-Grippe haben, das ist eigentlich die gleiche Behandlung. Ob Sie Kopfschmerzen haben, weil sie zum Beispiel zu viel Sonne erwischt haben oder sie haben Kopfschmerzen,
weil sie Tendenz dazu haben oder irgendein anderer Grund, weil sie etwas gegessen haben, das ihnen nicht bekommt und sie reagieren mit Kopfschmerzen. Es wird immer halt mit Schmerzmitteln behandelt. Und in der Homöopathie ist der Ansatz komplett anders. Wir behandeln in der Homöopathie eigentlich nie eine Krankheit, sondern wir behandeln immer den kranken Menschen. Das heißt, wichtig ist, wie der Mensch seine Krankheit ausdrückt, warum ist er krank? Und das sind so ganz andere Elemente. Und für jeden Menschen gibt es eine genau zu ihm passende Arznei. Deshalb, meine Damen und Herren, ist die Homöopathie bei akuten Erkrankungen so schnell wirksam. Es ist eine extrem schnell wirkende Arznei. Oft hat man die erste Wirkung schon, wenn man die Kügel schon im Mund hat. Und der Grund ist, weil die Arznei muss wirklich auf den Menschen und auf den Zustand passen. Wir werden mehr dazu nachher besprechen. Das heißt, in der Homöopathie individuelle Therapie, Schulmedizin Standardtherapie. Deshalb können Sie nicht die Erwartung haben, dass wir Ihnen in diesem Kurs so Kochrezepte geben. Kopfweh gibst du Brionia und Fieber gibst du Belladonna und so weiter. So funktioniert die Homöopathie nicht. Man muss immer mit einbeziehen, wer hat Kopfweh, wer hat Durchfall und so weiter. Die Basis der Homöopathie ist das Ähnlichkeitsgesetz. Als Hahnemann auf der Suche war nach einer Therapieform, hat er, zuerst musste er ja überleben und er hat sehr viel übersetzt. Sehr, sehr viel übersetzt. Und in der Übersetzung von einer Arzneimittellehre von einem englischen Wissenschaftler ist er auf eine etwas für ihn seltsame Aussage gestoßen, betreffend Krina. Krina, aus diesem Baum wird Krinin gemacht. Krinin haben Sie vielleicht gehört, man braucht das in der Behandlung von Malaria. In der Behandlung und in der Vorbeugung. Okay, zurück zu Hahnemann und seiner Übersetzung. Der Wissenschaftler schreibt, die fiebersenkende Wirkung von Krina ist auf die extreme Bitterkeit der Substanz zurückzuführen. Dann hat Hahnemann, weil er wirklich sehr ein logisch denkender Mensch war, hat gedacht, nein, das kann es nicht sein. Es gibt andere Substanzen, die genauso bitter sind, wenn nicht mehr Bitterstoffe haben in sich und die wirken nicht fiebersenkend. Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, ich will das erproben. Also ich will schauen, was passiert, wenn ich diese Krina nehme. Er wollte die Wirkung von der Krina, die sogenannte physiologische Wirkung an sich erproben. Damals war er in erster Ehe mit der Tochter von einem Apotheker verheiratet und der Schwiegervater Krina war sehr, sehr teuer. Und der Schwiegervater hatte keine große Freude an ihm. Zuerst mal gibt er seine Tochter an einen Arzt und nach ein paar Jahren ist dieser Arzt so Übersetzer und hat schon 6 Kinder. Also irgendwie war er nicht so happy mit ihm. Aber er hat ihm das Krina gegeben und Hahnemann hat es genommen, kleine Dosen, jeden Tag. Und er hat akribisch geschrieben, was ist passiert. Und kurz darauf hat er alle Symptome von Malaria entwickelt. Und dann hat es Klink gemacht. Er hatte Paracelsus gelesen, er hatte viele andere Ärzte aus der Antiken gelesen. Und dann hat er gesagt, aha, wenn ich eine Substanz nehme,
die man normalerweise zur Heilung von Malaria einsetzt. Wenn ich die als gesunden Menschen nehme, dann erzeugt das ähnliche Symptome wie von einer Malaria und ich stoppe die Einnahme von Quinin und die Symptome gehen weg. Ich nehme es wieder, die Symptome kommen wieder. Das war die Geburtsstunde grundsätzlich, wo er gedacht hat, das muss ich weiter erproben. Ich gebe Ihnen auch ein anderes Beispiel. Wir nehmen Kaffee. Das ist ein Beispiel, das, glaube ich, Ihnen näher ist als Krina. Ne? Also überlegen Sie, wenn Sie 10 Espresso jetzt, alle von uns, wir trinken alle 10 Espressi, außer vielleicht ein paar von Ihnen sind sehr süchtig und merken nichts, aber die meisten von uns werden Symptome entwickeln. Was für Symptome? Herzklopfen, Rötung im Gesicht, wir werden nicht gut schlafen können, wir werden schreckhaft, wir werden wahrscheinlich Zuckungen haben oder was das ist. Gut. Wenn Sie jetzt, was ich Ihnen von Herzen wünsche, wenn Sie jetzt ein Lottogewinn haben, ein fetter Lottogewinn, Millionär, hopp, auf einen Klopf, und Sie kriegen ja das Telefon, Sie sind gerade Millionär geworden, dann werden Sie vielleicht möglicherweise Herzklopfen haben, Sie werden ganz rot und Sie werden nicht schlafen können von lauter Aufregung. Wenn dieses Zustand dauert und Sie kommen gar nicht runter, wird der Homöopath Ihnen Kaffee in homöopathische Form geben, weil Kaffee in gesunden Menschen genau die Symptome erzeugt, die Sie jetzt entwickelt haben. Gut, soweit zu Ähnlichkeitsgesetz. Ähnliches möge mit ähnlichem Gehalt werden. Das heißt auch, dass wir alle unsere Arzneien am gesunden Menschen denn geprüft haben. Also fast alle und diejenigen, die noch nicht gemacht sind, das ist eine riesige Arbeit, machen wir weiter. Gut, der andere sehr wichtige Prinzip der Homöopathie ist die Individualisation, was ich vorher schon erwähnt hatte. Wenn wir jetzt, nehmen wir drei Kinder oder drei Familienmitglieder. Sie haben alle drei eine Erkältung. Alle drei eine Erkältung. Und der Erste hat die Erkältung und er liegt so. Er liegt so im Bett, die Augen auf halb Mast, will nichts. Ja, einfach ein Lumpen am Kopf ist, macht einfach ständig so, hat Kopfweh, hat keinen Durst und will, dass man also die Vorhänge zu, dass das Zimmer dunkel ist. Und komischerweise, und die Homöopathen, sage ich Ihnen schon jetzt, haben sehr, sehr gerne komische Symptome. Komischerweise will dieser, sagen wir, das ist ein Junge, will dieser Junge häufiger aufs WC zum Wasser lösen. Obwohl, wenn Sie gut zugehört habe ich gesagt, er hat keinen Durst. Also er trinkt nicht, aber er geht öfters pinkeln. Gut, das ist, und er friert, er hat sehr kalt, fühlt sich sehr schlapp. Dieser junge Mann kriegt Gelsemium. Das ist ein homöopathisches Mittel, das Sie in den aufbauenden Kursen kennenlernen werden, das in jeder Hausapotheke sich findet. Gelsemium beginnt mit G. Gut, der zweite, der friert auch, der hat auch sehr heiß, aber er tut sich zudecken und abdecken, zudecken, abdecken und bei ihm, das ist auf dem Magen geschlagen. Er versucht ständig. Er hat auch Kopfweh, aber er will ein ganz warm, etwas ganz warm am Kopf. Alles ist zu, die Nase fließt nichts.
Beim anderen, beim Gelsenium, ist die Nase so viel geflossen. Und der zweite, der hat keinen Stuhl gehabt seit 4 Tagen. Er kriegt Nux vomica. Der dritte ist ständig so, ständig am Jammern, ständig am Weinen. Sie können nicht ihr Kind eine Sekunde alleine lassen. Und sobald das Kind liegt, dann das ist ihm an den Ohren. So, aber ganz, ganz. Der zweite, der macht. Und der dritte hat auch keinen Durst, aber will ständig, dass man bei ihm ist. Und der hat viel zu warm, will gar nicht zugedeckt sein. Der dritte, der kriegt Pulsatilla. Wenn Sie jetzt schulmedizinisch alle diese drei anschauen, dann haben Sie das gleiche, whatever, Virus oder was das ist. Also, und Sie werden mehr oder weniger gleich behandelt. Es gibt fiebersenkende Arznei und es gibt whatever, der Arzt einfach nimmt, um die Symptome zu behandeln. Und wir schauen, wie drückt jeder Mensch seine Krankheit aus und der Mensch wird behandelt. Somit dockt die Homöopathie an den Punkt an, es stimuliert den Menschen und die innere Kräfte, die Heilkräfte von Menschen, das Immunsystem, wenn sie wollen, wird stimuliert und der Mensch heilt sich. Das ist eine wunderschöne Therapie. Und ich möchte nochmals auf diese Schnelligkeit der Homöopathie kommen. Ich war vom ersten Beruf Tierärztin, wissen Sie? Und ich habe schon damals Homöopathie bei Tieren angewendet, bevor ich ja den Wechsel gemacht habe zu Humanhomöopathie. Und wenn Sie bei Tieren, ich habe Sachen gesehen, Sie können sich das nicht vorstellen, wie schnell das geht. Und das Tier muss ja nicht an dem glauben. Man hört immer, man muss an die Homöopathie glauben. Das ist Bullshit, das stimmt nicht. Wenn ich meine Pflanze mit Homöopathie behandle, dann glauben Sie, glaube ich, nicht dran. Und wenn ich ein Tier behandle, oder sagen wir, dann weiß er nicht, was er kriegt. Und der beste Beweis, und das werden Sie merken, wenn Sie anfangen, mit der Hausapotheke Ihre Nächsten sich selber bei Kleinigkeiten zu behandeln. Wenn Sie das falsche Mittel geben, es passiert nichts. Wenn Sie das Ganze falsch interpretiert haben und Sie haben das falsche Mittel gegeben, dann ist null. Gar keine Wirkung. Und wenn Sie aber das richtige Mittel, also angenommen, Sie haben Arnika gegeben, aber Hypericum wäre das Mittel gewesen, dann Arnika passiert nichts, geben Sie Hypericum, paff, paff, paff. So ist das. Das ist eben das Wunderschöne an der Homöopathie. Wenn mal etwas nicht haut, wenn wir keine Wirkung haben bei der Homöopathie, liegt das in 99,9% der Fälle beim Homöopathen. Aber nicht bei der Homöopathie. Ich lasse 1% raus, weil manchmal liegt das natürlich auch beim Patienten, wenn sie 1 Liter Kaffee pro Tag trinken, ist das schwierig. Aber dazu später etwas. Gut. Der zweite Prinzip ist die Lebenskraft. Hahnemann sagte, es gibt eine Kraft im Zentrum in jeder Schöpfung. Das hat er eigentlich als Dynamis oder als Lebenskraft bezeichnet. Das ist die Kraft, die dafür verantwortlich ist, dass Körper, Geist und Seele in Harmonie sind. Wenn ich jetzt mit Ihnen rede, muss ich ja, mein Herz schlägt, mein ganzes System, das ist ein unglaublich faszinierendes Konstrukt, was ein Wesen. Das ist unglaublich, was es braucht, damit ich nur mit Ihnen so reden kann. Und irgendetwas unterscheidet mich jetzt
von ich als Martin News vor einen Vortrag geben mit Martin News, wenn ich in meinem Grab bin. Ne? Dann gibt es, bin ich, wenn ich tot bin, dann kann ich nicht mehr reden, dann ist weg, dann ist irgendetwas weg. Diese irgendetwas, diese Lebenskraft, das ist eigentlich das, was es ist, wie, wissen Sie, höher als Immunsystem. Das Immunsystem ist das Sichtbare an der Lebenskraft. Immunsystem kann man messen im Labor. Die Lebenskraft ist auf der dynamischen, auf der energetischen Ebene. Und gerade auf diese Ebene zielt oder dockt die Homöopathie, und auf diese Ebene wirkt das homöopathische Mittel, auch auf diese energetische Ebene. Solange unsere Lebenskraft in Harmonie ist, stark ist, sind wir nicht krank. Wir sind jetzt in dieser Pandemie seit lange genug. Für die meisten von uns seit viel zu lange. Und wenn wir aber anschauen, wie viele Familien kennen Sie, wo nur ein Mensch von der Familie erkrankt ist? Nicht alle, nur ein. In jeder Epidemie, und das ist der beste Beweis dafür, in jeder Epidemie erwischt es nicht alle, nur einige. Und auch wenn man enge Kontakt gehabt hat, wenn man wenn die Lebenskraft sehr stark ist, das ist wie ein Schutzschild rund um uns. Aber wenn sie geschwächt ist, dann ist es wie eine Eintrittspforte für alles. Für Viren, Bakterien, chronische Erkrankungen oder was das ist. Also, nicht der Virus ist verantwortlich für eine akute Erkrankung. Nicht die Sonne oder was das war, ist verantwortlich dafür, sondern die Schwächung der Lebenskraft. Und dann ist es, wie müssen Sie sich so vorstellen, dann ist es wie eine Einladung. Hallo, hallo Virus, komm, mach Picknick bei mir. Ich bin da absolut da. Die Eintritts-, die Tür ist offen. Wenn Sie überlegen, viele von Ihnen haben Kinder. Ne? Vielleicht gibt es eine Familie unter Ihnen, wo ab und zu so Läuse ein Problem ist. Bei Kindergarten manchmal hat man Läuse. Also. Und vielleicht haben Sie bemerkt, dass oft nicht alle vom Kindergarten Läuse haben und zweitens nicht alle von der Familie. Es gibt Prädisposition, Anfälligkeiten. Und es gibt auch ebenso Schwächung der Lebenskraft durch psychische Auslöser, Stress, Spannungen, Müdigkeit, geschluckte Emotionen, geschluckte Wut, Ärger, Traurigkeit. Wenn ein Kind sein Hamster, er hat sehr gerne einen Hamster oder ein Meerschweinchen oder was das ist. Das Meerschweinchen leider verstirbt. Und in der Nacht, nachdem er sein Lieblingstier verloren hat, entwickelt er 40 Grad Fieber. Wenn Sie jetzt dem Kind zum Beispiel, diese 40 Grad Fieber ist nicht pathologisch, das ist keine Krankheit. Das ist eine Hilfe für ihn, das zu verarbeiten. Wenn Sie jetzt ein Zäpfchen geben, weil Sie finden, der soll doch schlafen, morgen hat er Schule, dann machen Sie etwas ganz falsch. Ganz falsch. Und da kann er wirklich nachteilige Effekte haben dafür. In diesem Moment braucht er Zuwendung, er braucht ein kühle Lumpen, also kalte Lappen am Kopf. Er braucht viel Aufmerksamkeit, er muss verstanden werden. Ne? Warum hat er dieses Fieber?
Und wenn das wirklich nicht von selber weggeht, dann können wir mit Homöopathie ein Mittel geben, das diese Auslöser, diese Folge von Kummer auch mit einbezieht. Das ist eben das Schöne an der Homöopathie. Es gibt auch natürlich Schwächung durch äußere Umstände. Wenn wir extrem lang an der Kälte sind oder manchmal gibt es warme Tage und ganz, ganz kalte Nächte. Im Moment haben wir das. Ne? Nächte sind sehr kalt, es friert und die Tage sind 15 Grad. Wenn man wirklich im T-Shirt rumläuft, könnte das sein, dass man sich erkältet. Also all diese Sachen sind wichtig. Wenn wir verstehen, also die Homöopathie versteht die Symptome als ein äußere Wahrnehmungsmöglichkeit, als Warnsignale, dass etwas nicht stimmt mit mir. Es sind nicht Feinde, die es zu bekämpfen gibt, sondern zuerst muss man verstanden werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe mal eine Patientin gehabt, die ist gekommen mit massiver, wirklich die massivste Halsschmerzen. Plötzlich gekommen, massive Halsschmerzen. Das Erste, das der Homöopath fragt, ist, was ist passiert? Ja, ich weiß nicht, das tut so weh. Gut. Und ich frage, ist etwas zu Hause gewesen? Denn sie war eine junge Frau. Mit den Eltern, mit dem Freund, ja, Streit gehabt gestern. Also, sie hatte Streit gehabt mit dem Freund und sie hat das Gefühl, dass der Freund etwas mit einer anderen jungen Dame hat. Eifersucht. Eifersucht und Ärger. Es schlägt ihr da, die Emotionen schlagen ihr da. Sie hat dem Freund nichts gesagt. Sie hat geschluckt, ist nach Hause gegangen. Nach dieser Party, sie waren an einer Party und dann hat sie gesehen, wie er sehr oft redet mit einer hübschen Blondine und dann hat sie das Gefühl gehabt, jetzt ist er mir oder wird er mir untreu. Gut, ich habe ihr als Hausaufgabe, ich habe ihr das Mittel gegeben, das Mittel, das gepasst hat auf alle Symptome und auch auf dem Auslöser, war Ignatia. Und dann habe ich sie nach mit der Hausaufgabe geschickt und gesagt, sie soll zuerst aber, bevor sie das Mittel nimmt, soll sie mit dem Freund unbedingt reden und ihr das und das klären. Und dann soll sie noch eine Stunde warten und wenn der Hals immer noch nicht besser ist, soll sie das Mittel nehmen. Ja, was glauben Sie? Musste sie das Mittel nehmen oder nicht? Musste sie nicht. Musste sie nicht. In diesem Fall war der Auslöser so klar, dass es genügt hat, dass man an der Wurzel gegangen ist, um das zu lösen. So stark oder so kompliziert können wir sagen, so kompliziert sind wir als Menschen. Gut, also eine Krankheit ist immer das Resultat von einem Prozess, das auf dem energetischen Level, auf dem Level der Lebenskraft basiert ist. Was wir sehen, die Krankheit, die Symptome, das ist das Resultat. Deshalb, wenn wir eine wahre Heilung wollen, wenn wir eine Heilung wollen ohne Nebenwirkung, dann müssen wir auf den Ursprung der Krankheit zurückgehen und wir müssen die Lebenskraft verstärken. Und das macht in meiner Meinung nach die Homöopathie am besten von allen Therapien, die ich mindestens kennen. Um das zu machen, brauchen wir Einzelmittel. Wir brauchen eben ein Mittel. Also wir können nicht die Hausapotheke mischen, ne? Und einfach sagen, ich gebe ein bisschen von allem und irgendeinmal wird funktionieren. Das geht nicht, sondern es sind nur Einzelmittel, möglichst eben wenig davon, das werden wir später sehen, und abgestimmt auf den Menschen. Gut, die homöopathische Mittel. Viele Menschen meinen, dass die homöopathischen Mittel nur aus Pflanzen stammen. Ja, das stimmt ja nicht. Wir haben zwar die Mehrheit von unseren Arzneien stammen
aus dem Pflanzenreich, aber es gibt auch Tiere, Mineralien, Metalle und auch Nasoden und Organpräparate. Also Pflanzen von der aus der Hausapotheke, da haben Sie die, jetzt muss ich die Deutschen, das Gänseblümchen erkannt, das ist Bellis, 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 ein Verletzungsmittel. Das ist ein Foto, das ich letztes Jahr gemacht habe in Valrhosec, das ist Arnika. Und das unten, das Violette da, sehen Sie eigentlich, wenn ich die Maus so bewege? Ah, das ist wunderschön. Also, wenn Sie, das ist Pulsatilla, eine Anemone. In der Zwischenzeit gibt es das in viele Gärtnereien. Wenn Sie es nicht haben in Ihrem Garten, empfehle ich es Ihnen. Eine wunderschöne Frühlingspflanze. Gut, und das ist Calendula, die Ringelblume. Also um ein paar aus der Hausapotheke zu nennen. Dann haben wir aber auch Tiere, mal zwei Mittel, die aus dem Tierreich kommen, die in den meisten Hausapotheken sind. Eine ist Apis, die Honigbiene. Und das da unten, dieser Käfer da, das ist Cantharis, die spanische Fliege, Cantharis. Sie werden alle diese Mittel noch kennenlernen in den anderen Kursen. Apis, kennen Sie wahrscheinlich, wird oft bei Insektenstichen oder bei Nesselfieber oder bei Blasenentzündungen gebraucht. Und Cantharis, es ist unser Mittel. Also das Mittel der Wahl unter anderem bei Verbrennungen. Man kann wirklich sehr viel machen. Gut, wir haben auch Mineralien und Metallen in der Homöopathie. Das oben ist Sulfur, der Schwefel. Das haben Sie auch in den meisten Hausapotheken. Das unten haben Sie nicht in der Hausapotheke. Und wenn Sie es haben, dann sollen Sie es nicht brauchen. Es ist kein Mittel, das sich eignet für eine Selbstbehandlung. Es ist der Gold, Aurum, der Gold. Ja, das ist ein Mittel, das wir wissen, Sie bei schweren Depressionen oder ganz eigentlich schweren Erkrankungen. Deshalb hat das nichts zu suchen in einer Hausapotheke, meiner Meinung nach. Gut, und dann gibt es auch noch andere Sorten oder Quellen von Mitteln, von denen haben Sie nichts in der Hausapotheke. Das ist sogenannte Nosoden. Sie werden gemacht von Krankheitsprodukten von Tier, Mensch und auch von Pflanzen. Das erste Mittel, Medurinum, wird aus dem Tripper-Ausfluss gewonnen. Also, und es ist unglaublich, wissen Sie. Ich finde es einfach. Die Natur ist so wahnsinnig reich und wir haben rund um uns alles, was wir eigentlich brauchen, inklusive um uns zu helfen oder um uns wieder zu helfen, das Gleichgewicht zu finden. Medurinum, ein Mittel, das wir so oft brauchen, zum Beispiel bei behinderten Kindern, bei Down-Syndrom. Wir brauchen es aber auch bei Kindern in der Entwicklung, wenn sie ständig so ein bisschen verlangsamt sind, in der Schule Mühe haben, besonders Mühe beim Rechnen und die sind irgendwie, haben sie Konzentrationsschwierigkeiten, ständig erkältet und so weiter. Wir brauchen es aber auch zum Beispiel bei Frauen mit Unterleibsbeschwerden, zum Beispiel Myome oder sehr starke Blutung. Und wir brauchen es aber auch, um ein letztes Beispiel zu geben, bei schweren Depressionen. Haben wir eine Patientin gehabt, schweren Depressionen seit 8 Jahren. Seit 8 Jahren schwere Depression, hat sich kaum noch aus dem Haus getraut. Wissen Sie, was das für ein Leidensdruck ist für sie und für die Familie und allem? Und mit Mühe und Not kommt sie ja zu mir in der Praxis. Ich gebe ihr basiert auf ihre ganze Geschichte und wie sie ihre Krankheit, ihre Depression sich gezeigt hat. Ich gebe ihr ein paar Kügelchen von Medurinum. Das nächste Mal kommt sie zu mir ohne den Mann. Sie sagt, es ist ja wunderschön. Ich gehe jetzt wieder raus. Meine Ängste sind
mehr als 50% besser und so weiter. Es ist jetzt wieder 10 Jahre her, dass ich Ihnen diese Geschichte erzähle. Sie kommt immer wieder so einmal im Jahr mir Hallo sagen, aber sie hat nie mehr was gehabt. Und denken Sie, eine verdünnte und verschüttelte, potenzierte Stripper hat das gemacht. Also ich finde es einfach, ich finde es absolut faszinierend. Psorinum aus der Kretze, ein Mittel, das sehr, sehr oft jetzt zur Anwendung kommt, weil in unserer jetzigen Zeit, weil es ein Mittel ist, das Folge von finanziellen Schwierigkeiten, Folge von Jobverlust und Folge von Grippe oder grippalen oder viralen Erkrankungen. Also wir brauchen es bei Menschen, die jetzt in dieser Phase jetzt den Job verloren haben, eine Depression machen. Wir brauchen es aber auch bei Menschen, die Covid gehabt haben und die jetzt komplett in der Erschöpfung oder in der Depression sind. Und das aus Kretze. Was ich Ihnen aber sage, bitte, nicht wenn Sie jemanden kennen, der erschöpft ist, er soll Psorinum geben, weil es sind immer auf dem Mensch wirklich ganz abgestimmt. Hm? Sekali, das ist der Mutterkorn, das ist auch eine Nosode, das wird bei verschiedenen Beschwerden gebraucht, zum Beispiel auch bei drohenden Gangrenen. Sie sehen, mit der Homöopathie kann man auch schweren Beschwerden heilen und behandeln. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Menschen wir sogar von einer Amputation bewahren konnten. Ich habe manchmal Patienten gehabt, zum Beispiel, sie haben Zucker und dann haben sie ein Fuß, ein sogenannter diabetischer Fuß, und dann haben sie ja irgendwie eine Verletzung gehabt, hat sich infiziert, jetzt ist der Zehe blau. Und jetzt kommen sie und sagen, der Arzt will in 2 Tagen, 3 Tage amputieren. Viele Fälle können wir die Amputation umgehen und irgendwie neue Leben, also in diesem Mensch, in diesem Fuß oder wie man das sagt. Wahnsinnig. Also ich finde die Homöopathie unklar. Die Homöopathie ist so stark wie die Natur, wissen Sie. Und da liegen unglaubliche. Aber man muss eine komplizierte Therapie für die chronische Erkrankung. Es ist etwas, das wirklich nur von einer Fachperson gemacht werden sollte. Und deshalb haben Sie solche Mittel nicht in der Hausapotheke. Wir haben auch Mittel aus Organpräparaten, auch für chronische Erkrankungen, zum Beispiel aus der Schilddrüse vom Schaf und so weiter. Wir haben sogar Mittel, die aus Magneten, aus Strahlen oder aus pharmazeutische Stoffe, aber alles homöopathisch vorbereitet. Sogar Cortison oder Penicillin brauchen wir. Gut, es gibt ja verschiedene Potenzen in der Homöopathie. Das heißt, wenn Sie, wo habe ich das? Wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie sehen jetzt, weil ich sehe mir nicht, oh nein, so vielleicht. Ne? Wenn Sie so eine Flasche sehen, dann sollten Sie eine C200. Sie sollten Arnika und C200 lesen können. Ich weiß nicht, ob Sie es lesen können. Ja, ich komme ein bisschen näher. Kann man das lesen? Ja, gut. Und vielleicht haben Sie eine andere Mittel zu Hause. Da steht Arnika D6 oder D30. Und vielleicht kriegen Sie etwas vom Homöopathen. Von Homöopathen. Und der hat Ihnen ein Mittel gegeben, wo LM1 oder LM2. Und das werden wir ein bisschen anschauen. Ich habe gesehen, es gibt eine Frage. Ich versuche, das anzuschauen. Wo? Ja, funktioniert nicht so, wie ich will. Aber ich schaue die Frage danach an. Ne? Also, ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie wir das machen mit C-Potenz, nein, ich muss zurück, sorry. D-Potenzen zuerst mal. D-Potenz bezieht sich auf Dezimal. D für Dezimal. Dezimal steht für 10. Das heißt, wir verdünnen, wir machen eine Verdünnungsreihe nach einem spezifischen System, das ich Ihnen nachher erkläre, 1 zu 10.
C-Potenz steht für Zentesimal. Zentesimal steht für 100, also ist das eine Verdünnungsreihe von 1 zu 100. Und LM-Potenz, auch Q-Potenz genannt, das ist, LM steht für 50.000, das heißt, das ist eine Verdünnungsreihe 1 vor 50.000. In der Hausapotheke haben Sie meistens D- oder C-Potenz. Es gibt vereinzelt Therapeuten, die ihren Patienten LM-Potenzen empfehlen. In unseren Hausapotheken, wir haben C-Potenzen. Gut. Also, wir nehmen die C-Potenz. Eigentlich ist es so. Sie nehmen zum Beispiel, was nehmen wir? Zwiebel ist das ist ein Erkältungsmittel in der Homöopathie. Der erste Schritt ist, dass man die Zwiebel ganz, ganz fein hacken soll und dann gibt man die Zwiebel in Alkohol. Das lässt man ungefähr 2 Wochen im Alkohol, schüttelt das Gefäß jeden Tag. Nach 2 Wochen filtriert man das. Und dann hat man wieder Extrakt von Zwiebeln. Das nennen wir in der Homöopathie, es ist da oben geschrieben, Urtinktur. Okay? Gut, jetzt was machen wir, wenn wir eine C-Potenz machen wollen? Wir nehmen einen Tropfen von der Urtinktur, von diesem Alkohol mit dem Wirkstoff, da, mit dem Extrakt, und wir verdünnen es mit 99 Tropfen von Alkohol. Und dann schütten wir das kräftig, ich kann das da nicht so gut machen, aber wir schütten das kräftig 10-mal. Wirklich, ganz kräftig. Ja? Das ergibt uns eine C1. Und dann nehmen wir von der C1, nehmen wir wieder einen Tropfen, verdünnen es wieder mit 99 Tropfen Alkohol. Schütteln wieder 10-mal. Das ist eben der Trick, das Schütteln ist der Trick. Sonst wäre das nur eine Verdünnung. Aber der Trick ist, je mehr Sie das machen, desto mehr Energiezufuhr erfährt Ihr Mittel. Deshalb wirken höhere Potenz, die sind verdünnter, aber die wirken stärker als die anderen. Die wirken länger, die wirken tiefer. Gut, Sie können sich vorstellen, bis Sie diese C200 haben, dann brauchen Sie entweder 200 Gläsli, das ist ja viel, ne? Oder es gibt ja auch eine andere Methode, wo man das mit nur einem Glas machen kann. Aber es ist sehr viel Handarbeit in höheren Potenz maschinell unterstützt. Und dann haben wir am Ende, sagen wir, das ist jetzt unser Arnika C200 in flüssiger Form, das heißt in Alkoholform. Die meisten von Ihnen haben zu Hause homöopathische Mittel in Kügelchenform. Was machen wir danach? Da habe ich, man sieht das nicht so gut, aber da drin sind Kügelchen, Schüffle. Dann hören Sie mindestens, dass es Kügelchen ist. Dann nehme ich ein paar Tropfen von meinem Arnika C200 in Alkohol, beträufle meine Kügelchen. So, das nennen wir imprägnieren. Okay? Und dann weiter zu. Dann wird es einfach geschüttelt, damit alle Kügelchen schön benetzt sind. Und das ist wirklich, also ich mache das jetzt sehr, sehr einfach, aber das ist alles sehr protokolliert, das ist ganz, ganz genau gemacht. Und dann, wenn die Kügelchen da trocken sind, das wird in Luft getrocknet in der Regel, wenn die Kügelchen trocken sind, dann wird das abgefüllt in so einer Flasche und das ist das, was Sie kaufen. So, viel Handarbeit, sehr viel Handarbeit, bis man ein Fläschchen hat. Gut, was dürfen Sie behandeln? Also was dürfen Sie? Aber was wir empfehlen, dass Sie selber behandeln sollten oder wie ist es gemeint, eine Hausapotheke zu haben? Eigentlich können Sie ungefährliche, akute, einmal auftretende Beschwerden behandeln.
Sie dürfen zum Beispiel, also wir empfehlen zum Beispiel eben etwas Schlechtes gegessen oder in den Ferien zu viel Sonne erwischt und dann fürchterliche Kopfschmerzen oder mal eine hochakute Blasenentzündung. Es gibt genug oder eben eine Verletzung, sich der Fuß verdreht. Es macht keinen Sinn, dass Sie warten, bis Sie Ihr Homöopath erreichen konnten und vielleicht ist er nicht gerade am gleichen Tag erreichbar und dann verlieren wir 2, 3 Tage. Und das wäre ja wirklich schade. Bei Notfallsituationen, da möchte ich das erläutern. Ja, wenn niemand erreichbar ist. Also bei Notfällen ist natürlich die Idee, Sie haben die Hausapotheke, Sie rufen Ihren Homöopathen und Sie rufen unserem 24-Stunden-Notfalldienst und wir helfen Ihnen. Aber es gibt Situationen, Sie sind ja irgendwo auf dem Berg und eben ich komme wieder mit meinem Arnika oder man schneidet sich mit einem Messer und dann muss man ja, oder es wäre ja blöd, nicht etwas zu geben. Es bedeutet nicht, dass man bei Notfallsituationen nicht, also Notfall bedeutet homöopathisches Mittel plus ärztliche Hilfe, wenn das nötig ist. Ne? Das ist immer das Gleiche. Aber man kann beides machen. Man kann, wenn man zum Beispiel einen Skiunfall gehabt hat oder hat, und dann hat man wirklich, man spürt, wow, da ist etwas kaputt in dem Knie. Also das wird ja nicht von Homöopathie besser, aber oder nur von Homöopathie besser. Aber man nimmt Arnika und dann geht man das untersuchen. Mit Arnika können wir die Schwellung, der Schmerz und alle und den Heilungsprozess fördern. Und dann soll der Arzt, der Chirurg entscheiden, was muss gemacht werden zusätzlich. Es kann zusammengehen. Was Sie nicht machen sollten, auf keinen Fall, ist, wenn es sich um eine Tendenz handelt, also Tendenz für Blasenentzündung. Sie haben 5-mal Blasenentzündung im letzten Jahr gehabt und jetzt kommt das 6. Mal. Würde ich Ihnen nicht empfehlen. Weil die Tatsache, dass es schon eine Anfälligkeit ist, weist darauf hin, dass das Problem tiefer gelegen ist. Okay? Oder Heuschnupfen. Heuschnupfen sieht sehr akut aus für Sie, aber eigentlich ist es eine chronische Erkrankung. Es ist eine Anfälligkeit, eine Allergie. Wenn Sie aber allergisch sind auf gewisse Nahrungsmittel und dann sind Sie in den Ferien und haben Pech, weil Sie doch das Nahrungsmittel erwischt haben und sie machen zum Beispiel, was auch nicht, irgendwelche allergische Reaktion, dann natürlich dürfen sie es nehmen. Ja, man muss das ein bisschen unterscheiden. Aber bei wiederkehrenden Symptomen wird ihnen grundsätzlich nur eine sogenannte homöopathische Konstitutionsbehandlung helfen. Also, Sie gehen beim Homöopath und dann wird wirklich der rote Faden gezogen von Ihrem ganzen Leben, um zu verstehen, warum ist Ihre Lebenskraft schwach geworden und warum haben Sie diese Krankheit oder diese Anfälligkeit behandelt. Wenn Sie in konstitutioneller Behandlung sind, Sie sind schon beim Homöopathen, bitte fragen Sie ihn, außer im Notfall, wo es wirklich nicht geht, aber sonst, wenn er nicht erreichbar ist, aber sonst bitte rufen Sie immer ihn an, weil manchmal hat man wenn Sie zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel, Sie haben Migräne, Tendenz zu Migräne und jetzt haben Sie unseren Kurs gemacht und haben gelesen, oh ja, Brionia, das könnte schon passen und jetzt machen Sie wieder so einen Anfall und nehmen Brionia. Das ist nicht so geschieht, weil das Mittel für jetzt oder sollte abgestimmt sein auf das Mittel, das er Ihnen gegeben hat. Und das muss er entscheiden. Das ist zu kompliziert. Arzneimittelwahl ist so. Wir wissen jetzt, dass
Das Mittel muss individualisiert werden, muss treffend auf den Menschen sein. Für das müssen Sie, wenn Sie jetzt Ihre Familie mit der Hausapotheke helfen wollen, müssen Sie eine Mini-Befragung machen, Mini-Fallaufnahme machen. Und Sie müssen ein paar Prinzipien verstehen. Der Gemütszustand hat auch in akuten Fällen höchste Priorität. Ist das Kind, wir nehmen mal ein Kind, aber das ist Erwachsenes genau das Gleiche, ist das Kind besser durchtrost? Ist er weinerlich oder ärgerlich? Will er allein gelassen werden? Klebt er ständig an der Mutter? Oder ist ihr Mann jetzt erkältet und so unausstehlich, dass sie ihm am liebsten aus dem Fenster werfen würden, weil er so gereizt ist und so unzufrieden ist? Oder hat das Familienmitglied, das krank ist, so starke Ängste, dass er nicht einmal die Ruhe findet und einfach von einem Bett zum anderen, zum Stuhl und zurückgeht? All dieser Gemütszustand, das ist der Gemütszustand, das in diesem akuten Zustand ist. Okay? Es ist nicht das Naturell vom Mensch, also wie der Mensch sonst ist. Das ist wirklich wie, was hat sich verändert im Gemütszustand seit dieser Erkrankung? Sie, manchmal passieren schon nämlich sehr große Änderungen. Ein Kind, das sehr, sehr nett ist, normalerweise pflegeleicht, schon ein Schmusikind, so ein bisschen faul, aber eigentlich leicht zu führen. Und plötzlich bei einer Ohrenentzündung, dann wird er zu einem Monster, dann beißt er und schreit und man, mein Gott, was denken die Nachbarn und so weiter. Also, und das ist natürlich sehr wichtig. Und dann gibt es der Auslöser, also seit wann und was ist passiert? Ist es ein psychischer Auslöser? Ist es mehr ein thermischer Auslöser wie Kälte, Wärme, Sonne und so weiter? Das sollten Sie gut überlegen. Bei Kindern ist es doch sehr, sehr oft auch nicht eben Kälte, oder weiß ich nicht was, sondern oft etwas, das passiert ist in der Schule. Oft. Oder Druck oder irgendetwas, das passiert ist. Oder sie reagieren auf die Umstände in der Familie. Wenn sie Zoff haben mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin oder wenn irgendetwas passiert ist, Spannungen in der Familie, ein empfindliches Kind reagiert. Und dann macht er zum Beispiel Ohren weh. Ich will nicht mehr hören. Das sind Sachen, die wir so oft sehen. Dann das Wo zum Beispiel, wenn wir nehmen das Beispiel von Kopfschmerzen, wo ist der Kopfschmerz? Rechts, links und so weiter. Oder zieht das von hier bis nach hinten? Je älter der Mensch ist, desto besser kann er das beschreiben. Bei ganz kleinen Kindern sind wir und bei Babys sind wir auf Beobachtungen begrenzt. Wie sind die Schmerzen? Auch da, je älter der Mensch, desto besser kann er das beschreiben. Brennen, stechen, ziehen, wie ein Schlag und so weiter und so fort. Was wir bei Kindern sehen, ich mache Ihnen zwei Fälle von Ohrenweh. Ja? Also, erster Fall ist, ich hoffe, ich habe geschrien genug. Das war unangenehm genug für Sie. Das ist ungefähr so. Das ist Belladonna zum Beispiel. Schnell angefangen, der Schmerz, schnell aufgehört. Dann Pause, dann fängt es wieder an. Okay, und jetzt mache ich eine andere. Baby kann Ihnen nicht sagen, was für Schmerzen oder brennen oder weiß ich nicht was, aber Sie beobachten. Zweiter Fall ist Pulsatilla. Ne? Fängt so an und ganz langsam wieder zurück. Also das können wir beobachten. Dann was ganz wichtig ist, sind die Modalitäten.
was bessert der Zustand und was verschlimmert. Besser Ruhe, besser Bewegung, besser Kälte, besser Wärme und so weiter und so fort. Aber das werden Sie in den, wenn Sie die Mittel studieren mit meinen Kollegen, bei den anderen Teilen vom Kurs werden Sie das noch besser kennenlernen. Wichtig ist zu verstehen, je komischer das Symptom ist, desto besser ist es. Der ganz erste Beispiel, das ich Ihnen gegeben habe, von Gelsemium, obwohl er nichts trinkt, muss er sehr oft Wasser lösen, ist seltsam. Das ist ein ganz, ganz gutes Symptom. Wenn er viel Durst hat, viel trinkt und viel Wasser lösen muss, das ist kein gutes Symptom. Das ist ein normales Symptom. Normale Symptome haben weniger Wert als komische Symptome. Wenn Sie das Mittel, und ich werde Ihnen noch zur Dosierung nachher noch etwas geben, sagen, wenn Sie das Mittel verabreicht haben, die erste Besserung ist auf die psychische Ebene. Und zwar, das merken wir so, also sehr oft bei Patienten und am häufigsten noch bei Kindern, was passiert? Sie schlafen ein. Schlafen einfach ein. Das ist eine... Oder plötzlich ein Kind will wieder anfangen spielen. Und erst dann gibt es eine Besserung von den körperlichen Symptomen. Es kann sein zum Beispiel, dass das Kind im Allgemeinen hat wieder etwas Appetit, er hat mehr Energie, er ist eben zufriedener. Das Fieber aber ist noch nicht runter. Da müssen Sie einfach warten. Das Fieber kommt schon runter von selber. Sie müssen nichts machen. Nur ein bisschen warten. Also, der Indikator zum Entscheiden, hat das Mittel gewirkt oder nicht, ist, ob eine allgemeine Besserung da stattgefunden hat, punkto Energie, punkto Schlaf, punkto eben Appetit, ruhiger, zufriedener und so weiter. Zur Dosierung, das ist noch etwas, das wir heute Abend anschauen. Ich habe Ihnen, damit Sie das einfach behalten können, die 3x3x3-Regel schlage ich Ihnen vor. Das kann man sich, glaube ich, merken, als Grundsatz. 3 Kügelchen bis 3-mal im Abstand von 3 Stunden. Bei Notfällen häufiger. Wenn natürlich jemand zum Beispiel sich den Finger mit einem Messer geschnitten hat, ich mag mich erinnern, mal hatten wir ein Catering da und der Koch hat sich wirklich mit dem Brotmesser tief geschnitten. Da habe ich ihm Annika gegeben, sofort im Mund. Ich konnte sehen, wie die Blutung, das hat nur gespritzt, wie die Blutung weniger wurde. Und dann habe ich natürlich aber nach 5 Minuten wiederholt. Und noch einmal nach 5 Minuten, dann war es weg. Alles weg. Also alles weg. Der hat Glück gehabt, der musste auch nicht nähen, das war noch ein, aber die Blutung war fertig und er hatte keine Schmerzen mehr. Gut, sobald eine Besserung auftritt, bitte hören Sie auf, geben Sie kein Mittel mehr. Das ist eine sehr, sehr wichtige Regel. Wenn das Kind schläft, wenn Sie spüren, was geht mir besser, dann bitte warten Sie. Ihre Lebenskraft, das Mittel hat Ihre Lebenskraft gestärkt und jetzt sind die Selbstheilungskraft aktiviert. Es braucht kein Mittel mehr. Sonst, wenn Sie da zu oft wiederholen, werden Sie alles, der Heilungsprozess eigentlich mehr stören als helfen. Sie wiederholen das Mittel, wenn der Allgemeinzustand, der psychische Zustand wieder schlimmer ist, auch wieder unruhig, wieder quengelig, wieder sehr geärgert oder die Ängste kommen wieder hoch oder was das war. Oder wieder komplett kaputt und erschöpft. Oder wenn es einen Rückfall gibt und wenn Sie unsicher sind, warten Sie lieber nur 1-2 Stunden. Oder 3 Stunden. Wenn Sie nach den 3x3x3 keinen Erfolg gehabt haben, wir sind bei 9 Stunden
Okay, also Sie haben dreimal wiederholt und Sie haben keinen Erfolg gehabt. Dann können Sie davon ausgehen, also es ist nichts passiert, gar nichts, dann können Sie davon ausgehen, dass es nicht das richtige Mittel war. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Bis Sie haben noch einmal eine Chance, das richtige Mittel zu finden. Und wenn Sie ein zweites Mittel geben und das ist immer noch nicht eine zufriedenstellende Wirkung, bitte rufen Sie uns oder Ihr Homöopathen an, aber machen Sie nicht weiter. Sie geben Sie nicht die Hälfte der Hausapotheke. Und dann, wenn alles da durcheinander ist, dann kommen Sie doch zu uns. Das ist nicht ein guter Weg. Ja? Gut, diese Dosierung und da, Sie werden es immer wieder noch in den anderen Kursen besprechen, wenn Sie Beispiele sehen oder besprechen. Aber das ist ein umgekehrtes Konzept wie die Schulmedizin. Die Schulmedizin, man muss ständig etwas geben und man muss, wenn ein Mittel, man gibt eine Dosis und dann noch weiter und alle 3 Stunden und weiter und weiter und weiter. Ne? Wenn Sie das machen in der Homöopathie, dann werden Sie eigentlich keinen Erfolg haben. Weil was passiert ist, wenn man zu viel davon gibt, zu lang, zu oft wiederholt, gibt es die Gefahr, dass der Patient die Symptome vom Mittel selber entwickelt. Wir reden von einer Arzneimittelprüfung. Es ist keine gefährliche Symptom, die gehen von selber weg. Das Typische ist Chamomilla. Die Kamille wird missbraucht, viel zu oft gegeben bei zahnenden Kindern. Und dann haben Sie ein Kind, der kann nicht gut schlafen und der ist quengelig und dann haben Sie er ist am Zahnen, haben Sie gehört, Chamomilla ist gut. Der geben Sie ihm 3-mal pro Tag Chamomilla. Zweiter Tag nichts passiert, geben Sie weiter. Dritter Tag, ja, ist noch schlimmer, dann geben Sie es nochmals oder vielleicht geben Sie 5-mal und so gehen Sie weiter. Und er wird ganz schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und am Ende haben Sie ein Kind, also sie beißt und schreit und er hat noch Durchfall dazu gekriegt und weiß ich nicht was. Was passiert, wenn Sie zum Homöopath gehen und wir nehmen den Fall auf, dann sehen wir, aha, das sind alle Symptome von Chamomilla. Chamomilla wurde zu oft, zu viel, zu lang gegeben. Immer Minimumdosis, wissen Sie, wie ein Impuls. Oft, das werden Sie merken, oft genügt eine Dosis. Also ich komme zu der 3x3x3-Regel. Es ist eine maximale Dosierung, okay, für Sie. Es ist nicht, Sie müssen immer 3x3 geben, gar nicht. Sondern Sie geben einmal, Sie beobachten. Solange eine Besserung da ist, machen Sie nichts mehr. Und besonders bei Kindern, bei Babys, bei Kleinkindern, besonders bei Kindern ist es oft, dass eine Dosis, manchmal zwei, manchmal auch drei Dosis nötig sind. Gut, das ist mal zu ein erster Einsicht in der Dosierung. Warum 3 Kügelchen? Weil ich habe gefunden, 3x3x3, das ergibt sich gut. Es ist egal. Sie können 2 Kügelchen geben, Sie können 1 Kügelchen geben, können auch 5 Kügelchen geben. Spielt keine Rolle. Aber es ist aus ganz praktischen Gründen, wenn Sie die Kügelchen rausnehmen, ist das manchmal nicht so einfach, nur eins rauszunehmen. Das ist mal ein Problem. Aber Sie können wirklich. Und es spielt keine Rolle, ob Sie jetzt ein Baby behandeln oder ob Sie ein bisschen übergewichtig sind. Also es ist nicht pro Kilo Körpergewicht, ja? Weil unsere Lebenskraft ist ja eine Kraft und die muss man nicht stimulieren pro Körpergewicht. Also ob wir jetzt einen Elefant oder eine Maus behandeln, das ist das Gleiche. Ein paar Kügelchen. Gut. Was wichtig ist noch in akuten Erkrankungen, kein Kaffee bitte, kein Kampfer, das heißt kein stark riechende mit Kampfer, so Sportsalbe oder
glaube, es gibt ja Pulmex, nicht das für Kinder, aber das andere ist voll von dieser Kampfer, da bitte nicht. Da. Und keine stark riechende Öle wie so Eukalyptus, Pfefferminz und so weiter. Andere, wenn sie Zitrus oder irgendein anderes Öl haben, das ist kein Problem, aber nicht so, sobald das ähnlich wie Eukalyptus, Pfefferminz, dann bitte nicht brauchen. In der Zeit, wo der Mensch diese akute Erkrankung hat. Das werden Sie noch, wenn Sie bei uns den Kurs machen, mal wegen Erkältung, werdet Sie das mal noch mehr hören. Vielen Dank, dass Sie mit mir diesen Abend, also diese ein bisschen mehr als eine Stunde da gebracht haben. Dann wünsche ich Ihnen noch viel, wirklich viel Spaß. Etwas habe ich Ihnen vergessen, welche Größe von Hausapotheke soll für diejenigen, wo keine haben. Ich sage Ihnen, was wir empfehlen bei unseren Patienten und dann können Sie schauen. Wir haben ja, das ist ja die Hausapotheke, die mein Mann ursprünglich hat für unsere Patienten herstellen lassen. Es wird von uns da hergestellt in SAI, in der Homeosana-Drogerie. Und das sind so 60 Mittel, also so einfach so von Aconitum bis Veratrum Album. Und das ist etwas, das Sie sicher gut ist, wenn Sie Familie haben, Sie haben Kinder und so weiter, dann würde ich Ihnen wirklich das empfehlen. Es gibt auch kleinere Hausapotheke, 30 Mittel. Unter 30 Mittel würde ich Ihnen keine Hausapotheke empfehlen, weil da werden Sie sehr schnell frustriert. Also, wenn Sie so, weil das ist nicht so, ja, das kostet etwas, so etwas. Oder? Aber ich würde Ihnen empfehlen, kaufen Sie sich die 60er Apotheke, ist eine gute Investition. Und dann können Sie das von mir aus wahrscheinlich, Sie können es immer nachfüllen, wenn ein Mittel leer ist. Meistens ist Arnika oder solche Mittel, die schnell gehen. Gut. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und viel Spaß beim Rest vom Kurs. Tschüss zusammen.